Ich begrüße Sie zu TV Allgäu Nachrichten an Maria Himmelfahrt. Hallo und herzlich willkommen. Diese Themen haben wir heute für Sie. Alte Tradition, Kräuterboschenweihe in Irsee. Halbzeit auf der Festwoche, Benefizlauf zugunsten der Stiftung für Körperbehinderte Allgäu und Fit in den Tag, die Neuentdeckung der Frühstückskultur. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Ja, rund um den Feiertag Maria Himmelfahrt ist es im Allgäu üblich, Kräuterboschen zu binden und sie anschließend in der Kirche segnen zu lassen. Eine Tradition, die heute auch in der Klosterkirche in Irsee fortgeführt wurde. Die Messe wurde von Weihbischof Anton Losinger, früher selbst Pfarrer in Irsee, gefeiert. Hauptsächlich die Mama habe die Kräuterboschen gebunden. Das haben uns die Kinder ganz schüchtern immer wieder versichert. Diese Kräuterboschen zu binden, sie segnen zu lassen und dann im Haus aufzuhängen, ist eine alte Tradition, die aber zumindest hier noch hochgehalten wird. Sehr zur Freude des Weihbischofs. Dieses Blumengebinde sagt etwas sehr Wichtiges aus, nämlich die Heilkräuter und die Blumen, die man dort zusammenbindet und die gesegnet werden, sie stehen für Gesundheit und für Schönheit der Schöpfung. Und damit weisen sie hin auf die Gottesmutter, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, dass alles, was schön und heil in unserer Welt ist, sozusagen im Paradies, im Himmel seine Vollendung findet. Ein Feiertag wie Maria Himmelfahrt spreche die ganz essentiellen Fragen unseres Lebens an, so Weihbischof Losinger. Maria Himmelfahrt gehört zu den großen Frauenfesten, also den Festen der Gottesmutter Maria. Sie ist eine Wahrheit, die für uns moderne Christen besonders wesentlich ist, nämlich die Aufnahme der Gottesmutter mit Leib und Seele in den Himmel. Es geht um die so berühmte Frage, was ist nach dem Tod? Und deswegen eine Antwort, die für jeden einzelnen Christen genauso wie für jeden Heiden interessant ist. In seiner Predigt fasste Weihbischof Losinger das Thema dann noch ein bisschen weiter. Dabei zeigt er auch eine gute Kenntnis der Allgäuer Mentalität, wenn es um die fundamentalen Fragen gehe, die sie gerade Kinder so oft stellen. Warum müssen Menschen leiden? Warum müssen Tiere sterben? Und da sage ich in aller Deutlichkeit, hier genügt es eben nicht, wenn man irdische Antworten vorrätig hält, die manches Mal mit dem etwas rauen Charme des Allgäuers lauten, nun ja, deine Katze ist halt verreckt. Stattdessen solle man Hoffnung und Trost daraus schöpfen, dass der Mensch Maria in den Himmel aufgenommen wurde, so der Weihbischof. Gegen Ende der Messe dann die Segnung der Kräuterboschen. Und da waren dann die Kinder, die am Anfang noch so schüchtern waren, schon ein wenig aufgeweckter. Kommenden Montag bei TV Allgäu Nachrichten. Der FC Memmingen Sporttreff mit Berichten und Interviews zum Heimspiel des FC Memmingen. Der FC Memmingen Sporttreff wird Ihnen präsentiert von Reisacher Heizungsbau in Aitrach. Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. Von der Planung bis zur Montage. Ihre Solaranlage ist bei uns in guten Händen. Umfassender Service und professionelle Reinigung sorgen für optimale Leistung. Lassen Sie sich kostenlos beraten. Dachsolar. Auf der Sonnenseite des Lebens. Das Ereignis des Jahres. Kempten begrüßt Sie zur Allgäuer Festwoche. Die bedeutendste Wirtschaftsmesse der Region mit 400 Ausstellern und vielen neuen Erlebnisbereichen. Endlich Festwoche, das größte Sommerfest im Allgäu mit Highlights aus Kultur, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie. Allgäuer Festwoche, die Erlebniswoche in Kempten vom 11. bis 19. August. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiß im Factory Outlet Center in Kempten. Nutzen Sie jetzt die Festwochenpreise direkt bei Roku, Tore und Türen. Wir beraten Sie gerne unverbindlich bei Ihnen vor Ort. Null Bock auf. Überfüllte Hörsäle, nichts als Theorie und Blabla. Good old Germany.
Lust auf echtes Wissen aus der Praxis? Du im Mittelpunkt. Studier mit über 20 Nationalitäten in Englisch. Die Zeit ist reif. Das European Business College München. Englischsprachig, praxisorientiert. Zum staatlich anerkannten Bachelor in Kooperation mit IBS Vilnius. Erobere die Welt. Das European Business College München. Flexibel, global, anders. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 15. August 2012. Eine Verkehrsentlastung für die Bewohner von Memminger Berg rückt näher. Gestern Abend ist der Spatenstich für die Ortsumgehung gesetzt worden. Sie soll den Ort vom Durchgangsverkehr zum Flughafen entlasten. Der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather ließ es sich gestern Abend nicht nehmen, auch schweres Gerät zu benutzen beim Spatenstich für die neue Entlastungsstraße bei Memminger Berg. Die Straße soll den Kreisverkehr der Autobahnabfahrt Memmingen Ost mit dem Gewerbegebiet am Allgäu Airport verbinden. Kosten soll die Baumaßnahme rund 4,4 Millionen Euro. Dabei soll auch ein neuer Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 80 Metern entstehen. In Sachen gewerbliche Entwicklung brauchen wir eine unmittelbare direkte Verbindung zur Autobahn, zur A96. Und bitte eben nicht durch die Gemeinde Memminger Berg. Und um das geht es natürlich auch elementar. Das ist die andere Geschichte. Wir wollen natürlich mit dieser leistungsfähigen Verkehrsanbindung an die A96 auch erreichen, dass die Verkehre aus der Gemeinde Memminger Berg herausgenommen werden zum Schutz der Bevölkerung. Zusätzlich soll die Baumaßnahme auch die Radweglücke zwischen Trunkelsberg und Ungerhausen schließen. Bei guter Witterung hoffen die Verantwortlichen, die Bauarbeiten bis zum Herbst 2013 abgeschlossen zu haben. Ursache für den schweren Unfall auf der Sommerrodelbahn Alpseecoaster bei Immenstadt waren nicht eingehaltene Sicherheitsbestimmungen und Fahrfehler. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Dem Bahnbetreiber könne kein Fehlverhalten vorgeworfen werden. Mehrfach sei der Mindestabstand von 25 Metern nicht eingehalten worden. Und das, obwohl Schilder ausdrücklich darauf hinweisen. Außerdem habe die Frau, die am schwersten verletzt wurde, es ihrer vorne sitzenden Tochter überlassen, den Schlitten zu bremsen. Dabei könne eine optimale Bremswirkung nur durch die hinten sitzende Person erreicht werden. Es sei äußerst wahrscheinlich, dass gar keine Bremsreaktion durch die 12-Jährige stattgefunden habe, so die Polizei. Wie berichtet, waren bei dem Unfall mehrere Rodel ineinander gefahren. Eine Frau wurde dabei schwer, 5 weitere leicht verletzt. Im Kempner Zentralhaus ist gestern das Richtfest für die neue Einkaufspassage gefeiert worden. Seit Ende 2011 entstehen hier neue Räumlichkeiten, die die Innenstadt attraktiver machen sollen. Während des Baus musste die Bahnhofstraße zwischenzeitlich gesperrt werden. Es ist ein Tag der Freude, ich hatte es ja erwähnt. Es ist so ein bisschen, Richtfest ist immer so ein bisschen wie Halbzeit. Das, was die Visionen, die wir entwickelt haben, die mit der Stadtentwicklung korrespondiert haben, die auf Papier formuliert worden sind, die sind jetzt Realität. Wir stehen im Gebäude und es ist natürlich spannend für alle, wie wird das Gebäude, wie ist das Gebäude, passen die Raumkonfigurationen und. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insgesamt wurden rund 25 Millionen Euro in den Abriss und den Neubau investiert. Die Eröffnung der neuen Einkaufspassage ist für Frühjahr 2013 geplant. Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Regionalliga ist der FC Memmingen trotz Überlegenheit mal wieder nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Beim FC Ismaning hieß es am Ende 0:0. Das ist damit das insgesamt 5. Unentschieden in 7 Spielen. Memmingen rangiert in der Tabelle jetzt auf dem 12. Platz. Ja, und das waren die Meldungen vom 15. August und jetzt gibt es hier die Wettervorhersage. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Das schlechte Wetter kommt aus Südwesten. Von der Schweiz her zieht ein Paket aus Windböen, Gewittern und Starkregen auf. Der Donnerstag beginnt dann mit kräftigem, gewittrigem Regen. Schöner wird's zuerst am Bodensee, wo sich das Wetter bereits am Mittag beruhigt.
Im restlichen Allgäu gibt es auch am Nachmittag noch ein paar Schauer, am Abend wird es aber auch hier wieder freundlicher. Zum Wochenende kehrt dann der Sommer zurück. Freitag trocken und sonnig bei 26 Grad, Samstag und Sonntag klettern die Werte dann örtlich sogar bis auf 32 Grad. Auch nächste Woche bleibt es sonnig, schön und sehr warm. Endlich Festwoche! Bewegung macht Spaß und wir machen mit. Getreu dem Motto des Allgäuer Benefizlaufes haben sich heute wieder viele Allgäuer in Kempten eingefunden, um für den guten Zweck an den Start zu gehen. Für alle Teilnehmer ging es dabei aber nicht um Zeit, sondern um den Spaß und die gute Sache. Der gesamte Erlös kommt der Stiftung für Körperbehinderte zugute. Ein Festwochen-Event, Verzeihung, das auch wir uns nicht entgehen lassen wollten. Ja, es ist Halbzeit bei der Allgäuer Festwoche und neben den Ausstellern gibt es natürlich immer noch ganz viel drumherum, wie zum Beispiel den 7. Allgäuer Benefizlauf. Neben mir ist jetzt Josef Meyer, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung für Körperbehinderte Allgäu. Sie organisieren den Lauf. Wie genau funktioniert der Benefizlauf? Der funktioniert so, dass wir uns jedes Jahr eine Partnergemeinde zusichern. Heuer ist das die Partnergemeinde Wickenschbach. Die werben in ihrem Bereich ganz intensiv. Wir sprechen aber auch viele Firmen, Vereine und Einzelpersonen an, um an diesem gemeinsamen Lauf für Menschen mit und ohne Behinderung teilzunehmen. Da haben wir unseren ersten Promi schon gesichtet. Man könnte meinen, Sie machen auf der Festwoche nichts anderes als laufen. Wenn man kräftig auf die Festwoche geht, wie ich, dann sollte man auch einen Ausgleich suchen und die ganzen Bierchen und die Händel wieder abtrainieren. Und darum trefft ihr mich so oft beim Laufen während der Festwoche. Sie walken heute mit? Ich walk mit. Ja, zum Hobby laufe ich ja sehr, sehr gerne und bin natürlich gerne heute auch mit dabei. Welche Strecke haben Sie sich denn ausgesucht? Also ich habe 10 Kilometer ausgesucht, das ist eine ganz gute Strecke, ist nicht zu lang, nicht zu kurz und kann man am Festwochentag, glaube ich, ganz gut schaffen. Wickenschbach als Partnergemeinde dieses Jahr, ich denke, Sie laufen in die Richtung, oder? Ja, selbstverständlich laufen wir grob in die Richtung Wickenschbach. Wir haben uns jetzt heute als Laufgruppe für die 10 Kilometer entschieden. Kommen wir Richtung Mariaberg, also knapp an Ermengast vorbei, aber auch die großen langen Strecken mit 2 Stempelstellen Wickenschbach. Freuen wir uns, wenn die Teilnehmer heute auch unsere schöne Gemeinde passieren. Wir machen die 6-Kilometer-Strecke. Die ganze Gruppe, wie viele sind wir? Die ganze Gruppe. 14 Leute. 14 Leute. 3, 2, 1. Auf geht's für die 1000 Läufer, Walker und Radfahrer in Richtung Wickenschbach. Die Distanz kann sich jeder selbst raussuchen. Sind unterwegs und bis sie wieder zurück im Ziel sind, widmen wir uns dem Kulinarischen. Wir gehen mal ins Milchzelt und schauen beim Schaukochen zu. So, wir sind mittlerweile im Milchzelt angekommen beim Schaukochen. Es geht auch schon gleich los. Uns fehlt allerdings noch das Publikum. Macht uns aber gar nichts. Wir machen uns auf die Suche und holen uns welche. Kennen Sie den sauren Limburger? Nein, das kenne ich nicht. Sehen Sie aber Limburger, kennen Sie? Ja. Und das schmeckt Ihnen total? Sehr gut. Dann kommen Sie jetzt mit mir mit zum Schaukochen, dann zeigen wir Ihnen nämlich, wie sauer Limburger gemacht wird. Okay. Was ist denn das Besondere am Limburger? Der Besondere der Limburger ist, dass er eben rot-klassisch ist, vom Allgäu ist, echtes Allgäuer Produkt. Und welche Zutaten brauchen wir jetzt für den sauren Limburger?
Die Zutaten für einen sauren Limburger ist der Limburger Zwiebelessigöl. Man kann ihn mit normalen Tafelessig machen oder mit Balsamico, mit weißem Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und Paprika. Ja, wunderbar, dann legen wir mal los. Alle Zutaten werden dann nacheinander auf den Teller gegeben. Doch halt, jetzt müssten eigentlich die ersten Läufer des Benefizlaufs schon eintreffen. Also nichts wie ab zurück zum Ziel. Und tatsächlich, die ersten kommen schon. Schaut billiger. Das ist natürlich. Bei schönstem Wetter ließen die Teilnehmer des 7. Allgäuer Benefizlauf letztlich die Anstrengung hinter sich und feierten noch bis in den Nachmittag. Computerspiele zocken, über UMTS mit der Flatrate unbegrenzt surfen und mit einer 8-Megapixel-Kamera fotografieren. Die Mobiltelefone von heute können weit mehr als ihre Vorgängermodelle in der Mitte des letzten Jahrzehnts. Doch ganz ehrlich, blicken Sie noch durch, wenn von UMTS, LTE oder Widgets die Rede ist? Die sogenannten Smartphones warten mit vielen Dingen auf, von denen manch einer noch nicht einmal gehört hat. Und genau deswegen hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, nun einen Ratgeber veröffentlicht, der durch den digitalen Informationsdschungel führen soll. Mit dem Touchscreen den Kaffee bestellen. Mit dem Smartphone ins Internet und mit dem PC Fernsehen. Die Maxime moderner Technik scheint zu sein, immer mehr Funktionen, am besten alles mit jedem Gerät können und das digital. So große Möglichkeiten die Digitalisierung dabei bietet, so schnell kann sie auch überfordern. Und das kann nicht nur älteren Menschen so gehen. Also Überforderung mit Medien kann jedem passieren, aber es gesteht sich natürlich nicht jeder ein. Und gerade Kinder und Jugendliche gestehen sich das natürlich selbst überhaupt nicht ein, sondern haben im Moment einfach nur Spaß dran und wollen möglichst viel Zeit mit sozialen Netzwerken, mit Games, mit Sendungen verbringen. Und da ist es dann schon notwendig, dass Erwachsene da auch mal einen Schlussstrich ziehen oder Grenzen setzen und Eltern auch mal sagen, jetzt hier ist mal Schluss. Aber auch Erwachsene, glaube ich, sind oft von der Informationsflut überfordert und wissen manchmal auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ein Grund, nicht nur in Medienhäusern gibt es einen regelrechten Datendschungel. Auch auf private Nutzer stürmen viele Informationen auf einmal ein. Die Umstellung vom analogen auf das digitale Fernsehen, der Radioempfang über DAB, die zahllosen Internetportale für das Social Networking sind nur einige Beispiele. Sie alle bieten viele neue Möglichkeiten, doch sie wollen auch verstanden und bewertet werden. Hilfe finden Nutzer bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM. Sie bietet mit Total Digital einen Ratgeber für alle Mediennutzer, zum Beispiel mit einer Begriffserklärung auf ihrer Internetseite. Für die BLM ein wichtiger Schritt, denn das Digitale scheint weiter auf dem Vormarsch. Wer nutzt heute noch irgendwie einen Kassettenrekorder? Wahrscheinlich die meisten doch CD-Player oder MP3-Player. Daran sieht man eigentlich schon, dass das digitale Unterhaltungselektronik hat unser Nutzerverhalten geprägt. Und der Rundfunk, also das Fernsehen und der Hörfunk, müssen letztendlich auch ihre Produkte genauso digital anbieten, um beim Verbraucher auch die gleiche Wahrnehmung zu erzielen wie andere Medien auch. Doch nicht nur über das Internet will die BLM informieren, sie geht auch direkt zu den Nutzern. Genauer, sie steht auf der Medienbühne von TV Allgäu Nachrichten und RSA der Allgäu-Sender auf der Festwoche Rede und Antwort. Am kommenden Samstag, den 18. August, heißt es ab 12 Uhr unter anderem Total Digital und Social Media, Chancen und Gefahren. Wir möchten eigentlich einfach ein bisschen näher an den Nutzer herankommen, an die, die die Programme nutzen, für die wir zuständig sind, die wir genehmigen, die wir beaufsichtigen. Also, dass wir nicht nur mit den Anbietern reden, sondern dass wir auch mit denen in Kontakt kommen, die diese Medien nutzen. Einerseits, um sie ein Stück über das zu informieren, was wir tun, wie sie vielleicht von uns auch irgendwelche Vorteile in ihrer Information erhalten können, aber auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wie sie die lokalen Sender sehen. Hier in der Zentrale der BLM in München gehen die gut 80 festen Mitarbeiter ihren Hauptaufgaben nach.
Denn die BLM sorgt nicht nur dafür, dass es in ganz Bayern lokalen Rundfunk, also Radio und Fernsehen gibt, auch werden diese durch die BLM lizenziert und überwacht. Und die Zukunft der lokalen Medien scheint nicht nur digital, sondern auch global zu sein. Ich bin aber überzeugt, dass gerade in den Zeiten von Internationalisierung, von Globalisierung das Lokale, dass der Heimatbezug immer wichtiger wird. Und unsere Aufgabe ist es, auch das Lokale in die globale Welt hinüberzutragen. Und dafür kämpfen wir und da sind wir auch unterwegs, werben für unsere Möglichkeiten und versuchen auch diese Themen in die Diskussion der Gesellschaft zu tragen. Und eines bleibt ja noch. Egal ob digital, analog, mit Handy oder PC. Wenn trotz Ratgeber einmal alles zu viel wird, dann lässt sich ja auch die modernste Technik immer noch ausschalten. Wenn auch Sie auf die Festwoche möchten, ich habe hier 2x2 Eintrittskarten für Sie, und zwar für den Samstag. Die können Sie gewinnen, indem Sie bei uns anrufen. Unter der Telefonnummer 0831 206 5713 erreichen Sie unseren Anrufbeantworter, auf den Sie dann bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer sprechen. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an gewinn@tv-allgäu.de. Teilnehmen darf jeder über 18 Jahre. Wir losen dann unter allen aus, die bis morgen Nachmittag 15 Uhr mitgemacht haben. Gestern haben die Festwochenkarten übrigens Lisa Hindelang und Ulrike Harrer, beide aus Kempten, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So einzigartig wie der menschliche Körper ist das neue Modulsystem der Ölvitalbetten von Dynaglobe. Beratung und Probeliegen in Halle 3 auf der Allgäuer Festwoche. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Die Allgäuer Festwoche. Nicht ohne Fendt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie vor Ort bei der größten Wirtschaftsausstellung im süddeutschen Raum. Sie suchen optimale Werkzeuge für optimale Arbeitsergebnisse? Wir haben sie alle. Besichtigen Sie hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen von Scheppach. Sie finden uns im Freigelände vor Halle 6. Fendt, Ihr fantastischer Partner aus Markt Oberdorf im Gewerbegebiet West. Die Galapagos-Inseln. Geformt von den Urkräften der Natur. Letzte Heimat urtümlicher Lebewesen und außergewöhnlicher Pflanzen. Terra Mater, Galapagos, zwischen Himmel und Hölle. Heute, 20.15 Uhr, bei Servus TV. Über 60 Jahre Erfahrung, Beratung mit Herz und Verstand. Willkommen bei Neuss. Fachkompetente Beratung im Shop sowie meisterhafte Qualität bei Reparatur und Service. Die Ferne ganz nah mit Wohnwagen und Reisemobilen von Ihrem Kompetenzzentrum Neuss in Immenstadt Tanners. Fenster und Türen nach Maß für Alt- und Neubau. Gerne machen wir Ihnen ein attraktives Festwochenangebot. Breer, Fenster und Türen im Freigelände. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Mal ehrlich, gibt es was Schöneres, als gemeinsam mit der Familie am Wochenende in aller Ruhe zu frühstücken? Der Geruch von frischen Semmeln und dampfend heißem Kaffee. Doch mal ehrlich, wie oft ist Ihnen das in den letzten Monaten gelungen? 2x, 3x, immerhin. Doch für viele wird es immer schwieriger, ausgewogen und in Ruhe zu frühstücken, gerade auch unter der Woche. Auf der Festwoche präsentierte die Bäckerinnung deshalb jetzt ihr Können und eine Gesprächsrunde rund um das Thema Frühstück. Viele Deutsche frühstücken nicht mehr oder nicht mehr ausreichend. Oft wird nur noch schnell ein Kaffee getrunken oder die Kinder mit Pausengeld in die Schule geschickt. So zumindest die Einschätzung des Landesinnungsverbands der Bayerischen Bäcker.
Wir haben in der Tat vor einigen Jahren schon festgestellt, dass die meisten Leute gar nicht mehr frühstücken. Ich glaube, das geht schon über 45% hinaus. Kinder sowieso, die ohne Frühstück in die Schule kommen, aber auch Erwachsene, Berufsleben, Zeitdruck, man frühstückt unterwegs. Und das ist ein fataler Fehler. Warum? Weil wenn man morgens nicht die Reserven, die in der Nacht aufgebraucht worden sind, anfüllt, dann kommt irgendwann der Heißhunger. Und dann kommt natürlich die Frage, dann muss es was Deftiges sein, was Süßes sein, damit man schnell Kalorien zu sich nimmt. Die werden aber auch wieder schnell verdaut, dann kommt die nächste Hungerphase. Und so bewegt man sich über den Tag in einem, ja, macht man fast sagen, ungesunden Ernährungsverhalten. Die fleißigen Bäcker auf der Festwoche hingegen zeigen den Besuchern, wie es auch anders gehen kann. Sie bieten eine Vielfalt und Qualität an Backwaren, die ihresgleichen sucht. Und Deutschland ist ja das Brotland. Nirgends auf der Welt gibt es ein Land, wo so viel Gebäckvielfalt hat und Brotvielfalt wie Deutschland. Und da möchten wir natürlich den Haushalten den Brotkorb liefern mit unseren frischen Backwaren, weil das ist ja das, warum wir am Morgen, wenn die Eine alle noch schlafen, aufstanden, dass dann für die Leute der Brotkorb auf dem Tisch standen kann. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Auf der Festwoche können die Besucher sehen, was normalerweise in den Backstuben passiert, wenn sie noch friedlich schlummern. Dass diese Arbeit Hunger und Appetit auf ein gutes, gesundes Frühstück macht, das ist offensichtlich. Fürs gesunde Frühstück standet mir und das geht in unserem Beruf ja schon los. Wir fangen ja am frühen Morgen an und dann gehen wir zuerst in die Backstube, arbeiten mal 2-3 Stunden und dann hat man auch Appetit und darum ist mir das daheim auch wichtig. Da muss Frühstück reichhaltig sein, da gehört bei mir eine Wurst dazu, da gehört ein Käse dazu, eine Marmelade, ein Honig und ein Kaba oder ein Kaffee und natürlich der große Korb Brot. Leidenschaft und Handwerkskunst, das ist das, was im Handwerkerzelt der Festwoche klar zum Ausdruck kommt. Wolfgang Filter und Erwin Weber stellen sich der Gesprächsrunde mit den TV-Allgäu-Redakteurinnen Julia Tremetalkofer und Dorothea Seifert. Mit vielen Informationen für die Besucher rund ums Thema gutes und gesundes Frühstück. Auch wenn nicht immer nur Backwaren auf den Tisch kommen müssen. Ich war heute auf der Müsli-Welle. Gestern war wieder Weizensemmel dran und Vollkorn gemischt. Heute habe ich mal Müsli, weil ich dachte, hier muss man schwer arbeiten in Kempten auf der Allgäuer Festwoche. So schwer ist es aber gar nicht, habe ich gemerkt. Es macht riesen viel Spaß und es ist eindrucksvoll, das zu sehen. Also ich variiere gerne und das ist auch das, was der Körper braucht. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und abends wie ein Bettler. So lässt sich die Botschaft der Bäcker auf der Festwoche zusammenfassen. Endlich Festwoche! Ja, das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.